Servus Traderinnen und Trader, Zeit für den Wall Street Traders Lunch und wir gucken heute auf die Monsterwelle von gestern und das, was wir heute hier erwarten können, beziehungsweise so ein kleiner Ausblick auch in das, was möglicherweise bald vor uns liegt. Genau wissen tun wir es ja nie, deswegen brauchen wir als Traderinnen und Trader eine hohe Flexibilität. Willkommen auch allen Zuschauern hier, die über den Live-Kanal jetzt zuschauen auf Facebook und auch auf Traders Yard. Ich kurz die Frage, Ton und Bild sollten, denke ich mal, auch gut sein. Rückmeldung wäre eine klasse Geschichte. Was folgt, ist wie immer der Risikohinweis, bevor wir in die Märkte entsprechend auch hineinschauen. Guckt rein, die Risiken, klar, Börsengeschäfte sind mit Risiken verbunden. Wer, ja, tradet an den Kapitalmärkten, der muss selbst wissen, was er tut. Die Dinge, die ich hier erzähle, sind natürlich immer, ja, sage ich mal, rein informativ. Wer tradet, macht das Ganze auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Und dann gibt es immer noch den Interessenskonflikt an dieser Stelle. Da sage ich ganz eindeutig, das, was ich hier zeige, ist meine Handelsvorbereitung und die Dinge, die wir besprechen, sind entweder in meinem Portfolio drinnen oder aber können reinwandern. Wenn Handelssignale getriggert werden, möchte ich die natürlich auch traden. Das ist mein Job in meiner eigenen Vermögensverwaltung an dieser Stelle. Und dann möchte ich hier an diesem Punkt noch etwas zeigen. Das ist wirklich taufrisch, deswegen ist das Bild auch noch völlig verkehrt. Aber ihr seid die Ersten, die das offiziell erfahren. Der Martin Görsch und ich, wir sind im September in Lohr am Main und machen dort ein Webinar zusammen. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ich bringe hier schon mal kurz über den Äther das Datum. Das kommt natürlich alles noch in Feinankündigung. Aber wer mag, kann das Ganze gerne sich schon mal reinschreiben. Und zwar ist es das Wochenende 26. 27. September, also nach den Sommerferien, starten wir hier wieder in der Ausbildungsoffensive, diesmal in Lohr am Main, 2 Tage vollgepackt, ein kleines Treffen vorab am Freitag, findet dann auch noch statt, da kann man sich mal so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen kennenlernen, freue ich mich schon riesig drauf, wie schon gesagt, das Bild hier noch komplett falsch, aber ich habe jetzt gerade mit dem Martin sozusagen die Daten auch abgeklärt, da sollte also nichts dazwischen kommen. Save the date, Ende September. Das Ganze in Ausbildung. So tradet man richtig. Das dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein in die entsprechenden Charts an dieser Stelle. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die Indizes an. Ich ziehe es mir gleich mal rüber hier an dieser Stelle. So, wir machen das wirklich wie immer. Und ich mache jetzt mal das Bild hier groß und ziehe hier den Chart hinter mir mal auf Vollzoom, dass wir schauen können, was hier los ist. Wir besprechen hier die US-Märkte und wir sehen es, der US-Markt weiterhin eher aufwärts als abwärts gerichtet. Das heißt, der Aufwärtstrend ist weiter auch am Laufen. Wirklich interessant wird es, was hier oben passiert. Ich ziehe das mal ganz kurz hier an dieser Stelle noch rüber. Hier oben, ihr seht es, der Bereich um, ja, knapp unter 3000 Punkten, der ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich. Das ist der Bereich, ja, über den sich die Bullen wirklich hinwegsetzen müssen, dass wir weiter deutlich aufwärts gehen können. Ganz klar ist hier an dieser Stelle auch noch der Bereich hier oben zu sehen. Da müssen wir dann irgendwann wieder drüber, über die 3.1. Aber bevor wir den Weg in Angriff nehmen können, sehen wir ja erst einmal, wo wir hier hängen geblieben sind. Und da wäre es wirklich sehr, sehr wichtig, oben drüber zu springen. Schön war zu sehen, was wir hier unten gesehen haben. Schaut mal hier unten dran. Sehr, sehr gut zu sehen hier. Dieser Doppelboden, der sich in diesem Bereich hier unten gebildet hat, da haben wir eine Doppelkontraktion sozusagen. Wenn sich das Ganze nach oben auflöst in Wohlgefallen, dann haben wir schon wirklich die Chance, hier das Gap Close nicht nur anzulupfen, sondern wirklich auch zum Vollzug zu bringen und danach als nächstes die Marke von 3100 Punkten in Angriff zu nehmen. Das bleibt wirklich sehr spannend. Und wir sehen es, wo wir letzte Woche den Paul, übrigens Paul spricht heute auch wieder, letzte Woche Donnerstag hat der Paul gesprochen, ich glaube es war Donnerstag, hatten wir die Situation, dass er ein sehr, sehr trübes Bild gemacht hat. Und was ist an diesem Tag passiert? Der Markt ist einfach nach unten abgeschmiert und das war es gewesen. Zack, aus die Maus oder Mittwoch. Ich lege mich jetzt bitte nicht aufs Datum fest, aber es war ein schlechtes Bild, was hier gezeichnet wurde und der Markt ist einfach nach unten abgepfiffen. Hat dann allerdings schön hier unten um die 2800 Punkte Marke im S&P 500 seinen Boden gefunden. Von der Seite her ist das Ganze sehr, sehr bullisch zu sehen. Wir sind hier in dem, sag ich mal, schönen bullischen Aufwärtstrend und die Frage, ob dieser schöne bullische Aufwärtstrend eine Bärenfalle ist oder nicht, die wird sich spätestens hier oben bei 3100 klären. Wenn wir dort nämlich abprallen und dann wieder in die Tiefs reinfallen, dann wissen wir, was es war. Ansonsten können wir schön die Longseite entsprechend beleuchten. Apropos Longseite, gestern Abend
Ja, da habe ich etwas Nachrichten gehört. Und zwar die ARD-Nachrichten. Und vor ARD-Nachrichten kommt immer die Börse. Die höre ich nicht immer, aber ab und zu fällt die mir mal mit über den Weg. Und was wurde gestern gesagt? Ich habe gedacht, ich habe echt geglaubt, ich höre nicht richtig. Was hatte der gute Mann dort erzählt? Der gute Mann hat erzählt, dass der Goldpreis ja steigt und ein steigender Goldpreis ist ja immer ganz, ganz schlecht für die Aktienmärkte, weil wenn Gold gesucht wird, dann suchen die Leute den sicheren Hafen und das ist schlecht, das ist ganz schlecht für die Aktienmärkte. Ich mache euch jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ein Bild auf und dann kann sich jeder von euch selbst eine Meinung bilden, wie man das Ganze einordnet. Schaut euch mal an hier. Moment, hier muss ich mal kurz auf F5 drücken. So, neu laden. Ich hoffe, dass die Seite dort bleibt, wo sie war. Jawohl, das bleibt. Pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Das, was wir hier sehen, ist mal der Langfristchart vom DAX. So, und jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Ich lege jetzt hier einfach mal den Goldpreis drüber. Ne? Ich nehme einfach mal den Future vom Gold. Gold Futures hier. Nehme ich mal hier. Zack, einfach rein. So, da haben wir es drin. So, passt mal auf. Folgendes. Schaut euch einfach mal an, was hier passiert. Einfach wirklich im langfristigen Bild. Ich sage nicht, dass der Goldpreis den DAX irgendwie ausperformen kann oder auch den S&P 500. Spielt jetzt keine Rolle, welchen Index. Aber schaut euch einfach mal an, was hier an dieser Stelle passiert. Und legt das wirklich mal übereinander mit der Aussage, ein steigender Goldpreis ist schlecht für die Aktienmärkte, ist ein schlechtes Zeichen für die Aktienmärkte, weil die Anleger suchen ja dann entsprechend die Sicherheit. Ich bin der Meinung, das kann man, wenn man sich dieses Chartbild anschaut, nicht pauschalisieren. Ne? Schaut euch das mal an hier, auf dem DAX gesehen. Wir können das gerne von mir aus gerne mal noch mit dem S&P 500 machen, aber das Bild an sich ist entsprechend das gleiche. Hier, guckt euch das mal an. Was haben wir hier gehabt? Hier ist der Aktienmarkt ein bisschen gefallen noch, ganz klar. Da ist der Goldpreis noch gestiegen. So, was kam dann? Wir reden hier über 2003. Hier. Da war eine sehr, sehr schöne, lange Aufwärtsphase. Die hat bis 2008 gedauert. Was hat denn der Goldpreis gemacht? Der Goldpreis ist gestiegen. Also wenn ein steigender Goldpreis schlecht für die Aktienmärkte ist, dann frage ich mich im Ernst, warum der DAX hier gestiegen ist. Ne? Das ist halt, wie es ist. So, und jetzt schaut euch das Ganze mal an. Hier, da kam die Seitwärtsphase unten im DAX. Oben, was hat der Goldpreis gemacht? Ist noch ein bisschen gestiegen. So, und dann ist der DAX sehr stark eingebrochen. Wenn man diese Lesweise teilt, müsste ja der Goldpreis durch die Decke gegangen sein. Was ist passiert? Der Goldpreis ist gefallen. Der ist genauso wie die Aktienmärkte gefallen. Und dann, die Aktienmärkte haben angefangen zu steigen, zu steigen, zu steigen. Was ist dann passiert? Über diese lange, lange Phase, der Goldpreis ist auch stark mit angestiegen. So. Dann kam es zu einem Paradigmenwechsel hier. Das ist dann das Jahr 2011 gewesen. Da sind die Aktienmärkte gefallen, der Goldpreis auch gefallen, dann sind die Aktienmärkte sehr, sehr stark nach oben performt und dann hatten wir eine relativ lange Phase, das ist der Goldpreis einfach nur gefallen. Das würde in das Bild passen, ja, steigende Aktienmärkte, fallende Goldpreise. Aber dann, was ist gewesen? Seit 2016 haben wir es wieder. Hier schaut es euch an. Wir haben wieder eine Korrelation steigender Aktienmärkte. Steigende Goldpreise. Haben wir hier sehr, sehr schön wieder gehabt. Schaut's, hier ging das Ganze dann sogar weiter. Oben, der Goldpreis ist gefallen, der Aktienmarkt ist gefallen. Was ist dann passiert? Der Aktienmarkt fing an zu steigen, der Goldpreis fing an zu steigen. Das ist also das, was wir hier wirklich momentan sehen. Und das, was wir weiter noch sehen können, ist Folgendes. Schaut mal, hier ist der Aktienmarkt gefallen, hier unten, der Goldpreis, der ist jetzt unten drunter gerutscht, der ist auch nach unten gefallen. Und jetzt ist der Aktienmarkt wieder am Steigen. Was passiert mit dem Goldmarkt? Der ist auch am Steigen. Wir haben hier einfach die Situation, dass Gold einfach das macht, was es macht. Nämlich langfristig heißt es ja im Goldpreis, man hat hier einen Inflationsausgleich. Was bedeutet denn das? Wenn die Güter teurer werden, muss der Goldpreis auch steigen. Also bitte nicht von solchen, sage ich mal, Erzählungen in die Irre führen lassen, um zu sagen, wenn der Goldpreis steigt, ist das ganz schlecht für die Aktienmärkte und wir stehen hier vor der nächsten Bärenmarktphase. Ja? Das ist ein Zusammenhang, der momentan anhand des Charts überhaupt nicht sozusagen ersichtlich ist. Das dazu. Gut, haben wir das besprochen? Damit würde ich sagen, wir wissen jetzt, was im S&P 500 gerade los ist. Die Werte oben haben wir besprochen. Ich mache es jetzt kurz. Jetzt ist es 12:42 Uhr. Ich will hier auch nicht zu viel Zeit zur Mittagszeit in Anspruch nehmen. Ich freue mich immer, dass hier auch die Leute zuschauen. Wir gucken jetzt einfach mal entsprechend auf die Long-Werte auf der Long-Liste mit rein hinein. Das heißt, hier schaut euch mal, ich mache einfach mal den Screener von heute an. Der läuft jetzt hier entsprechend auch live durch. Da kann man mal sehen, wie flott das hier mit meiner Software geht, mit dem China Trader. Da gucken wir uns einfach mal ein paar Märkte an. Ganz klar. Heute kann es natürlich auch wieder ein bisschen mit nach unten gehen, nach dem
starken Anstieg von gestern würde mich das nicht verwundern. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns trotzdem als Händler anschauen, wo wir wann reingehen können. Und da schauen wir uns einfach mal an, was hier passiert. Wir gucken mal durch, was wir hier haben an Aktien, die interessante Umkehrmuster machen. So, jetzt mache ich mal ganz kurz hier noch die Trenderkennung raus. Die brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle aktuell nicht. Wir wollen jetzt einfach nur mal schauen, was hier entsprechend los ist und wo wir möglicherweise ein oder anderes Setup entsprechend traden können. Ich klicke die einfach mal durch und wenn ich was Interessantes sehe, besprechen wir das Ganze auch ganz entspannt an dieser Stelle. Ja. Gut, einige Aktien sind natürlich ziemlich stark gelaufen, auch gestern. Gestern hatten wir übrigens auch das Phänomen, dass viele, viele Handelssignale von mir gar nicht getradet werden konnten. Gut, so viele hatte ich gestern nicht, es waren 4 Stück an der Zahl. Aber die sind allesamt mit dem Gap hochgelaufen und fertig war es gewesen. So. Das heißt, da kam nicht wirklich viel. Und wenn wir das heute so sehen, naja, so wirklich richtig schöne Umkehrsignale haben wir ja auch nicht. Wollen wir nochmal kurz von gestern was durchschauen, was wir hier dort mit hatten. Möglicherweise finden wir auch das ein oder andere in diesem Bereich. So, MSCI, das ist interessant hier. Technology Processing Systems steht am Allzeithoch. Der Ausbruch oben drüber könnte sehr, sehr interessant werden an dieser Stelle. So, mit O. Übrigens, die Marktführer, die wir die letzten Male auch hatten, beispielsweise eine Microsoft, die gehen momentan auch wieder sehr, sehr schön nach hoch. 5.9, auch interessant. Schaut euch mal, was hier oben passiert ist. Hier der Ausbruch. So richtig will die Aktie noch nicht nach oben. Ich lege die mir mal kurz auf meine Kandidatenliste. Wir sehen, oben kommt immer wieder der Abverkauf. Aber wir sehen es von unten, steigt die Aktie langsam an. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, hier an dieser Stelle zu sehen. Fade kommt auch von unten nach oben raus. Das sieht so bald, das könnte bald so ein bisschen aussehen wie eine Tasse mit Hängeformation. Wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis kurz anschauen, ich schalte mal hier eben oben auf die Woche. Da sieht man, was ich meine. Schaut mal hier, das war die tiefe Korrektur und jetzt ist das Ganze hier so, naja, wie so ein Henkel. Ist zwar sehr, sehr weit nach unten ausgebaut, gefällt mir nicht so gut, aber das Kontraktionsmuster könnte in diese Richtung schon irgendwo gehen. Da bin ich mal gespannt, ob es da vielleicht noch eine weitere Kontraktion gibt. Das wäre zumindest schön zu sehen. Hier die erste Kontraktion, das die zweite, halb so tief und die dritte oben mit deutlich abnehmendem Volumen. Das wäre sehr, sehr schön hier zu sehen, weil wir stehen hier oben auch am Allzeithoch. Das sollte ich mir mal rauslassen. Das packe ich mir einfach mal auf meine Liste mit den Kontraktionsmustern. Mal schauen, was da draus wird. Übrigens, wer hier Fragen hat zu den Dingen, die ich erzähle, bitte einfach rein. Ui, hier haben wir was, das gefällt mir wirklich sehr gut. Die AZN. Hier kam es Umkehrmuster. Ich mache es euch mal kurz rein. Schaut mal hier. Da ist es da. Umkehrmuster ist da. Ein bisschen aus der Korrektur ist der kleine Trend, der hier läuft. Wenn das bestätigt wird, könnten wir relativ schnell und kurz hier oben auf die 55, 56 Dollar gehen. Das muss auf alle Fälle in die heutigen Kandidaten mit hinein. So, dann haben wir ein paar, die stehen auch auf Allzeithoch. Das ist interessant. Aber hier jetzt nicht zum Traden. Hier, das gefällt mir auch nicht so gut. Das ist hier die Activision Blizzard. Pass auf, die Activision Blizzard ist eine wirklich sehr, sehr schöne Aktie. Ist sehr, sehr schön rausgekommen. Wenn man mal sieht, wo die im Februar letzten Jahres stand und wo sie heute gelaufen ist, das ist wirklich eine atemberaubende Performance, die hier raufgelaufen ist. Was mir hier jetzt momentan nicht ganz so gut gefällt, ist die Situation, dass wir hier unten einen Boden haben und hier im kurzfristigen nicht oben rauskommen. Das sieht nicht so schön aus. Also das gefällt mir nicht ganz so gut, einfach wegen der Tatsache, schaut mal hier, das, das und das. Das ist nicht unbedingt das, was momentan wirklich bullisch ausschaut. Ich hätte hier wirklich lieber, naja, ein Schwanken weiter oben ran, dass der Markt eher die Oberseite sucht, anstatt die Unterseite. Na, mal schauen, wie sich das Ganze hier anlässt an dieser Stelle. Muss man mal sehen, was dabei entsprechend rauskommt. Weiß ich nicht so genau. Müssen wir sehen. Ich bin da nicht so happy über solche Geschichten. So, was haben wir noch? Wir gucken einfach mal ganz kurz durch. Hier wurde auch, na die 5, die hat man schon ganz genau, das oben raus gekommen. Aber wir sehen, oben wird die Luft bei manchen Werten immer ein bisschen dick, beziehungsweise ein bisschen dünn. So rum. Da fehlt der Druck. Das passt. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz noch die Short-Setups durch. Falls es kurzfristig doch heute etwas nach unten gehen sollte, schauen wir mal, ob wir hier aus den Trends heraus ein Handelssignal bekommen. Ja, so viele Aktien sind es gar nicht. Die 2, die wir haben, gucken wir uns mal an. Das ist nichts für mich. Und hier die VNO. Naja, also das wäre zumindest mal ein Umkehrmuster aus einer kleinen Korrektur raus. Aber ich muss wirklich sagen, nicht zwangsweise das, was ich wirklich sehen möchte.
Das ist auch ein Read, die trade ich sowieso nicht so gerne. Also hier auf der Short-Seite momentan auch nichts, was mich wirklich vom Hocker reißt. Dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die Werte, die wirklich interessant sind. Wenn wir uns beispielsweise mal anschauen, eine Uber, wo die herkommt. Hier ganz kurzfristig ist das gestern ein starkes Umkehrsignal gewesen. Und sollte der Tag heute unter Umständen ein negativer Tag für die Aktie werden, sollte man die Uber kurzfristig auf der Uhr haben, wenn es hier nach unten weggeht, könnte man kurzfristig locker mal hier unten in die Marke von 30 reinlaufen. Das wäre eine spannende Geschichte. Das sollte man auf alle Fälle da haben. Ja, die Microsoft ist auch weiter auf dem Weg nach oben. Hier wird es genauso spannend wie bei den Indizes. Wir haben hier um die 187, 188 ein Verkaufslevel drin. Hier drum, schaut mal, da sind wir rumgedreht. Hier sind wir jetzt angedockt und runden herab. Gestern sind wir hier wieder Richtung oben rangelaufen. Jetzt muss der Markt hier oben drüber, damit wir es kurzfristig nach oben kommen. Sonst könnten wir hier oben noch ein bisschen Seitwärtsphase erleben. Da müssen wir mal schauen, was hier an dieser Stelle wird. Die Aktie von Coca-Cola ist weiterhin nach unten gerichtet. Da sieht es nicht so aus, als wenn wir da kurzfristig reinkommen. Interessant, was hier passiert. Das ist bei einer Procter & Gamble. Das habe ich gestern schön beobachten können. Hier kam der Markt von unten raus. Das war für mich jetzt noch kein Trading-Signal. Warum? Hier kam zwar die Kursumkehr, aber ich will erst, dass wir hier oben drüber gehen. Und das haben wir gestern versucht. Weitere Kurssteigerungen bei der Procter & Gamble, die könnten einladen, wirklich ein Umkehrsignal zu machen und dann erst einmal hier oben reinzulaufen um die 125. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte an dieser Stelle. Und dann noch etwas auf der Uhr, und zwar die Walmart. Wir sehen hier die Walmart. Ist, ja, wie sie ist, hier oben ins Hoch reingelaufen, ins Allzeithoch rein, ist dann tief korrigiert. Gestern kam es dann hier zum Gap Close. Die haben heute Zahlentermin, also heute Before Market Opening bringen die Zahlen. Ich bin mal gespannt, wie es hier entsprechend weitergeht. Auf alle Fälle ist das Thema wirklich sehr, sehr interessant. Mal schauen, was hier bei rauskommt. Aber diese Aktie kann man heute durchaus auf der Uhr haben. Je nachdem, wie die Marktrichtung ist und wie danach der Markt sich entwickelt, könnte es durchaus schöne Trading Opportunity hier für den Intraday-Handel entsprechend auch geben bei einer Walmart. Das dazu, und damit sage ich 10 vor 1. Danke fürs Zuschauen. Fragen sehe ich hier momentan keine. Von der Seite her sage ich bis nächste Woche, Dienstag 12.30 Uhr. Allen, die eine verkürzte Woche haben, einen schönen, ja, Donnerstag ist ja hier Feiertag bei uns in Deutschland, in Österreich glaube ich auch. Da haben wir ja auch den einen oder anderen Zuschauer hier in der Schweiz, das Ganze ebenfalls. Und ja, dann sage ich mal, wer ein verlängertes Wochenende machen kann, ich nutze dieses diese Woche mal die Gelegenheit, den Freitag auch mit frei zu machen. Wünsche ich das entspannt. Und bitte vergesst nicht, nächste Woche Montag ist in den USA Feiertag. Das heißt, möglicherweise ist da wenig los. Schauen wir mal, was kommt. Danke für die Zeit, bleibt mir gesund und bis nächste Woche. Tschüss und danke fürs Zuschauen.